Hallo, hier bin ich. So, ich genieße gerade mal wieder ein Pfeifchen und habe gedacht, sage ich doch mal wieder Hallo zu meinen lieben Pfeifenfreunden. Espresso. Und ja, stell euch mal den Tabak vor, den ich da gerade in der Pfeife habe. Es handelt sich dabei, sage ich gleich vorweg, das war ein Geschenk. Wie eigentlich immer bei so einer Art von Tabak, kaufe ich mir eigentlich nie selber. Der W.O. Larsen, Edition 2013. Also natürlich ein Aromat. Ne? Ja, wie das halt so ist, ne? Wenn man den geschenkt kriegt, dann toll, obwohl man sich eigentlich denkt, wahrscheinlich wird das nichts für mich sein. Aber in dem Fall, muss ich sagen, habe ich mich da getäuscht. Ich zeige euch erstmal das Tabaksbild. Ich habe den schon umgefüllt, damit er ein bisschen frisch bleibt. Das sieht so aus. Ich hoffe, man kann das jetzt hier sehen. Das ist ein schöner, also Virginia, Burley, Black Cavendish. Standard eigentlich. Aber ich finde, es ist einer der optisch schönsten Tabake, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Das wird jetzt wahrscheinlich da über die Kamera nicht so gut rüberkommen. Aber wenn man sich den anschaut, das ist wirklich schwarz, braun und richtig Gold. Diese Virginias, die lose gerissenen, sind richtig gelb-gold. Also optisch wirklich sehr ansprechend und der Geruch, toll. Also ganz natürlich, keine Chemiekeule, Aromakeule. Man riecht Tabak zusammen mit so einer orangigen Note, würde ich sagen. Laut Beschreibung ist der Tabak mit Whisky gecased und hat dann noch einen Top-Flavor von Orangen drauf. Den Whisky kann ich ehrlich gesagt weder riechen noch schmecken, also nicht so wirklich. Ich bin mir aber sicher, dass das, Entschuldigung, dass ich hier so rumhantiere, ich bin mir sicher, dass das vom Gesamtgeschmack, dass es da schon seinen Einfluss hat. Das ist ein sehr leichter Tabak, sowohl im Geschmack als auch vom Nikotingehalt. Er schmeckt aber nicht flach. Also, wenn ich sage leicht, meine ich nicht flach. Er schmeckt tatsächlich, auch wie er riecht, sehr angenehm. Er schmeckt nach Tabak, sehr süßlich natürlich. Diese orangige Note, die ist da. Und da schwingt was mit. Ja, das mag wohl der Whisky sein. Ich hätte es jetzt nicht als Whisky erkannt, aber also ja. Ich mache es kurz, das ist ein wirklich angenehmer Tabak. Wenn man Lust auf was hochwertig Süßes hat. Und wenn einen die Orangennote nicht abschreckt. Das hat mich eigentlich ganz überrascht, dass mir das tatsächlich schmeckt, weil Orangen kann ich eigentlich nichts mit anfangen. Aber der Tabak ist rund, tatsächlich. Hätte ich mir, wie gesagt, nie gekauft. Aber so als Geschenk nimmt man gerne mit. Also ist... Also wen die Beschreibung anspricht von der Qualität, ist er auf jeden Fall empfehlenswert. Genau, Entschuldigung, ich lese mir hier ein und lasse euch warten. Genau, ich habe zudem auch nicht wirklich mehr zu sagen. Es ist so einer, zu dem ich immer ganz gern mal zurückkomme, wenn ich einfach Lust auf was Leichtes, Unkompliziertes, aber trotzdem irgendwo, naja, Feines hab. Er, ja, das vielleicht noch, er schmeckt auch wirklich bis zum Ende so gut durch. Gut, die allerletzten Züge sind, aber ist ja eigentlich normal, gerade bei einem Aromaten. Die werden dann natürlich ein bisschen flach und dann lässt man die Pfeife auch ausgehen und ist gut, aber wirklich ein angenehmer Zeitgenosse. Und ja, so viel kurz zu dem.
Kommt gleich noch ein Video hinterher zu einem anderen Tabak, zu dem ich vielleicht ein bisschen mehr zu sagen habe. Bis gleich. Tschüss.